Servus Leute! Herzlich willkommen zu den Vorbereitungen für Norwegen. Denkt ihr, wir schaffen heute das Feuer nur mit dem Feuerstahl und dem Messer? Wir sehen's. Hier sind wir an der Feuerstelle von gestern Abend. Da hatten wir schon Feuer gemacht, für ein paar Würstchen zu grillen. Das Ganze hat man ohne Feuerstahl auch gemacht, weil da musste es schnell gehen, weil es war schon dunkel gewesen. Hier haben wir auch jetzt schon für das Feuer jetzt schon alles vorbereitet. Hier haben wir Reisig, hier dann ein paar Äste schon gespalten dafür. Das Ganze ist für das Feuer am Leben zu halten, also nicht zum anzumachen. Das zeige ich euch jetzt. Da haben wir dann aus so einem Ast so ein paar kleine Sticks rausgeritzt. Die haben wir dann hier liegen. Und dort draus macht man dann hier so Feathersticks. Die tut man mit dem Messer ganz leicht abschaben. Und damit macht man dann eigentlich das Feuer an. Und dann schmeißt man ein bisschen Reisig drauf, wenn hier schon ein bisschen Glut ist davon. Und dann wird immer nachgelegt, das Feuer halt dann am Leben zu halten. Und das probieren wir jetzt. Wir haben jetzt die Feathersticks auf unsere Art und Weise vorbereitet. Das hier ist Enricos Haufen, das hier ist mein Haufen. Unsere Feathersticks sind classical, wenn man das so sagen darf. Ja, ist noch ein bisschen Übungsbedarf dahinter. Genau. Aber das wird schon. Größtenteils sieht es bei uns einfach so aus. Aber es sollte vielleicht funktionieren, mal gucken. Wir probieren auf jeden Fall jetzt die Häufchen anzuzünden. Natürlich nur mit Feuerstahl. Falls es nicht klappt, haben wir noch einen Game Changer dabei. Und zwar ein bisschen Harz. Harz, den wir gefunden haben. Probieren wir das mal aus. Aber es sollte eigentlich passen. Für die Leute draußen, die den Feuerstahl das erste Mal benutzen, würden wahrscheinlich den Fehler machen, wie die meisten, den Feuerstahl dann ans Nest ansetzen und dann drüber schaben. Aber so schiebt man sich dann das Nest auseinander und dann bekommt man das Feuer gar nicht hin. Deswegen dann Messer oder halt je nachdem, wenn man kein Messer hat, wo Feuerstahl drüber gezogen werden kann, dann den Schaber ansetzen und dann den Feuerstahl einfach drüber ziehen. Genau, zurückziehen quasi. Ja, genau. Dass man quasi das Zundernest nicht zerstreut. Genau. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und probieren wir das Feuer zu entfachen. Ob wir es schaffen, weiß ich noch nicht so ganz, aber ein Versuch schadet ja nicht. Ne? Wir müssen es bis Norwegen auf jeden Fall mal hinkriegen. Profis sind wir noch nicht. Also jeder, der sagt, dass das einfach ist, ja, entweder ist der ein absoluter Profi. Oder wir stellen uns doof dran, oder genau. Es ist einfach nur schwer. Ja, da ist es. Oh, geil. Komm, Rinder. Oh, Freunde. Alles Rinder, Alter. Ja. Oh, Freunde, da ist das Ding. Ich war diesmal schneller als im ersten Video, aber ist nicht schlimm. Hauptsache, wir können es beide an. Alter, guck dir das an. Und jetzt halt alles drauflegen, Reisig, dass man das Feuer dann noch weiter zünden lässt. Wir haben den Harz gar nicht gebraucht, ne? Aber das will ich gleich einmal probieren, ob das geil wäre. So, jetzt könnte man halt die dünneren Sachen drauflegen. Ne? Immer nach und nach, dass halt das Feuer immer mehr kommt und dann irgendwann die dickeren Sachen. Das machen wir aber jetzt nicht, weil wir wollten ja nur das Feuer angrillen. Theoretisch, Freunde, ist das Feuer jetzt gleich am Ausgehen wieder. Ja, nee, es kommt. Ja, es kommt. Theoretisch haben wir das Feuer jetzt schon an. Enrico hat es soweit auch schon an. Oh ja, jawohl, da ist das Ding. Norwegen kann kommen, oder? Ja. Oh, sehr gut. Also ich sag's euch, Freunde, in Norwegen kriegen wir ein Feuer an. Ja. Guck mal, wir haben jetzt beide ein Feuer angemacht. Also nur mit Feuerstahl. Alter, ich bin richtig stolz. Es dauert zwar immer ein bisschen, aber... Ey, so geil. Es funktioniert. Ist so geil, guck dir das an. Es ist so heftig. Oh, und wir haben den Harz nicht verschwendet. Also es ist hier nichts gefaked oder so. Wir haben auch kein Feuer im Feuersack oder im Hosensack im Feuersack. Oh, qualmt das.
Also, geil. Wolfgangs, Grüße gehen raus. Okay, Feuer machen. Check. Also wir brauchen Feathersticks. Theoretisch reicht ein Ast. Ein Ast reicht. Und daraus machen wir dann dickere Stämme, dünnere Stämme. Dann ganz dünne Astzweige und Feathersticks. Und dann haben wir das Ding an. Natürlich mit trockenem Holz. Ne? Birkenholz ist auch geil. Oder wenn er Buchen da zur Verfügung hat, dann Buchenholz. Ne? Das ist optimal. Und wichtig, immer von totem Holz nehmen. Keine lebenden Bäume extra fällen für Feuer. Es gibt genug Möglichkeiten, mit totem Holz Feuer zu machen. Jawohl, da ist das Ding. Komm. Nee, truff da jetzt. Ich würde jetzt nicht mal zu viel truff lehnen, sonst geht's wieder aus direkt. Weißt du? Nee, ja, das kommt. Rauchvergiftung vorprogrammiert. Verbrennen mir die Augen, ey. Das qualmt nur. Feuer haben wir angrit. Ja. Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Schritt über. Mit dem Feuer sind wir jetzt soweit durch. Dann gehen wir jetzt über zu unserer finalen Schlafmöglichkeit für Norwegen. Und zwar haben wir jetzt uns für die Biwaksäcke hier entschieden. Zeige ich euch noch einmal. Ist natürlich kein Biwaksack, wie man eigentlich kennt, sondern hat man hier noch so ein Gestell, einfach, dass man mehr Volumen drin hat, für sich zu bewegen. Dann hat man hier noch so ein Moskitonetz extra noch mit dran. Dann kommt halt hier unten drunter dann die Isomatte, der Schlafsack drin. Hier hat man noch zwei Taschen extra. Genau, da kann man dann Kopflampe, Handy und so weiter alles dann drin verstauen für abends. Hier hat man auch so eine Möglichkeit, da haben wir uns dann einfach so kleine Lampen noch dran gehangen. Genau. Einfach, dass es ein bisschen idyllischer aussieht, haben wir hier. Das werden wir in Norwegen auch machen. Noch ein paar Lampen. Die kann man dann anmachen und dann sieht das Ganze ein bisschen schnieker aus. Abends. Genau. Gerade mit den Nordlichtern stelle ich mir richtig gut vor. Dann kommen wir noch zur Lademöglichkeit. Da haben wir hier Powerbanks noch für Handys und natürlich für die Akkus für die Kamera. Dann haben wir hier noch ein Solarpanel uns noch geholt, extra, das sich dann mit UV-Strahlen auflädt. Da müssen wir halt dann gucken, dass wir immer dann früh genug wach sind, weil in Norwegen ist es, wird es schon schnell dunkel, dass wir das dann morgens direkt auslegen, für die Akkus dann zu wechseln und zu laden. Genau. Da hat man hier halt einen Anschluss von USB und USB-C. Also Sonnenstrahlen ist das optimal. Hier haben wir noch die zwei Rucksäcke von Tasmanian Tiger, einmal der MK3 und der Mil-Ops. Und wir werden final definitiv den Mil-Ops nehmen, weil der Mil-Ops einfach größer ist und für Norwegen würde ich sagen, ist der optimal. Man sieht ja schön den Vergleich, ne? Gut, der Mil-Ops ist jetzt ein bisschen eingeknautscht, weil unten nichts drin ist, aber von der Größe her sieht man schon deutlich, dass die schon einen Unterschied haben. Also genau. Ich würde sagen, der Mil-Ops wäre optimal. Klar, der MK3 wird auch gehen für Norwegen für 5 Tage. Keine Frage, aber für uns, für unser Level, würden wir lieber den größeren mitnehmen. Einfach, dass wir mehr Stauraum haben, mehr Platz haben. Fühlen wir uns ein bisschen sicherer auch. Wir blenden euch jetzt noch hier ein Video in, wie wir mit dem Rucksack mit voller Ausrüstung gewandert sind, um mal zu gucken, wie das ist. Weil wir müssen ja in Norwegen so 5-6 Stunden bestimmt wandern oder rumlaufen. Und mit 30 Kilo, das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen wollten wir uns da mal ein bisschen reinfinden. Wir waren jetzt bei den Videos, wo wir euch hier inblenden, waren wir, ich glaube, mit 25 Kilo grob ungefähr unterwegs und in Norwegen werden es halt wahrscheinlich 31 Kilo sein. Wir gucken, dass wir so wenig wie möglich mitnehmen, aber wir müssen halt auch ein paar Sicherheitssachen mitnehmen, beziehungsweise die Kameraausrüstung und deswegen kommt da schon einiges an Gewicht zustande. Um noch ein bisschen Gewicht zu sparen für Norwegen, haben wir uns überlegt, mal was auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert oder ob das überhaupt relevant wäre, drüber nachzudenken. Und zwar Kettensägen. Genau, also hier haben wir jetzt so eine Kettensäge, also keine richtige Kettensäge, sondern halt eher so ein geflochtenes Seil. Genau, das legt man dann einfach hier so an und dann werden die Finger hier eingehakt und dann wird einfach gesägt. Aber ich merke schon,
dass das echt nichts ist. Das verhakt sich übel. Ja, das ist mir los jetzt. Ja, nee, Leute. Das holen wir auf jeden Fall mit nach Norwegen. Das Ding. Also Fazit, Freunde. Kauft keine billig Amazon Survival Kits, wo sowas drin ist. Weil, das ist totaler Bullshit. Braucht man nicht. Natürlich ist es auch Bullshit für die Umwelt. Also nehmen wir es mit und schmeißen es zu Hause in den Müll. Wichtig ist natürlich, dass man den Müll nicht in der Natur lässt, sondern der Müll gehört natürlich in den Mülleimer. Deswegen dann immer eine Tüte oder sowas mitnehmen und dann irgendwo im Mülleimer entsorgen. Hier sieht man dann noch einmal die Schnitte. Also man sieht, es hat schon ein bisschen reingeschnitten, aber verhakt sich viel zu viel, dass man damit irgendwie so einen Ast durchbekommt. Deswegen dann besser eine Klappsäge oder sowas mitnehmen und dann hat man mehr Chancen. Kommen wir jetzt zum nächsten Multitool, was wir vielleicht mitnehmen werden. Das ist ein Axt-Multitool. Probier mal direkt mal die Axt aus. Ah! Oh fuck, Alter. Oh, Scheiße. Scheiße, Mann. Oh. Oh, ah. Was ist denn jetzt, Alter? Komm. Oh. Warum denn jetzt? Oh, Digga, du machst Sachen, oh. Alter. Geisteskrank, Junge, geisteskrank. Merkst du schon? Ja. Okay, Freunde. Spaß beiseite. Der hat Druck auf dem Bein. Genau. Wir wollten immer noch das Turning Key vorstellen. Und zwar die Aderpresse auf Deutsch. Genau. Das gute Stückchen. Und zwar war das jetzt richtig schlecht gefaked von uns. Wir sind Hollywood oder unreif. Aber ist ein Spaß gehörte dazu. Genau. Und dementsprechend, wie eine Aderpresse funktioniert, als allererstes achtet darauf, dass ihr das Ding aufmachen und so dementsprechend auch lagern in eurem Survival Kit bzw. Überleben. Denn man muss es schnell greifen und auch umlegen können. Ne? Genau. Man hat nicht immer die Situation draußen, dass man das in der Schlaufe lassen kann und irgendwie durchfädeln kann durch Arme oder Beine. Deswegen immer offen lassen. Und dann einfach umlegen, gucken, dass das auch wirklich nicht verheddert oder sowas hier ist, also nicht verdreht oder so. Dann, falls jetzt hier eine Schnittverletzung ist, dann oben drüber anlegen, mit dem Klettverschluss hier schon so fest wie möglich ziehen und dann 2 bis 3 Mal noch hier drehen. Wie genau, es halt, bis es richtig stramm ist. Bis es halt richtig stramm ist. Soll die Blutung ja schließlich stoppen. Genau, also es ist jetzt schon richtig stramm bei mir, ne? Genau. Dann hängst du da in, ja. Kann ich aufmachen. Genau. Boah, das ist brutal stramm. Mein Bein ist gleich im Ab. So, dann habt ihr hier noch einen Timecode, der ist ganz wichtig, weil ihr dürft es maximal nur 2 Stunden abbinden, weil dadurch könnt ihr auch, wenn ihr es länger macht, Muskulatur, Gefäße oder sonstige Sehen zerstören und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt euch ja die Blutung stoppen und überleben und nicht noch mehr Schäden machen. Ganz wichtig, achtet auch darauf, wenn ihr es fixiert, dass nichts drunter ist, kein Schlüssel oder so, weil das Ding strömt schon richtig zu und wenn dann ein Schlüssel oder was drunter ist, kann das Ganze auch mal ein bisschen wehtun bzw. noch mehr Schaden anrichten. Das wollt ihr auch nicht. Und noch ein kleiner Reminder, lasst niemals Feuer unbeaufsichtigt, auch wenn ihr denkt, es ist aus, immer absichern im Wald, wenn ihr ein Feuer macht, dass ihr es auch richtig aus habt, weil eben ist unser Feuer wieder angegangen. Das war so ein kleines Beispiel dafür, wie man es nicht macht, aber wir werden in der Regel immer noch Wasser drüber kippen, dass das Feuer auch definitiv aus ist. Ich mach das jetzt ab, weil es tut schon weh. Brutal. Oh, geil. So. Das ist das Tourniquet. Genau. Sehr wichtig, wenn der Bär kommt. So, dann mache ich jetzt noch eine kleine Auflösung. Eben hat man ja gesehen, wie ich dann zum Bein gehackt habe. Ne? Natürlich hackt man immer vom Körper weg. Also niemals irgendwie den Körper
dann am Ast dran haben und dann irgendwie hacken. So, kommen wir jetzt zum Multitool. Alles gut und schön. Also für wirklich Bushcraften oder sowas, survivalmäßig ist es natürlich nix. Also für so eine Lost Place Tour oder sowas, wo man ein bisschen was Multimäßiges braucht, kann man es eigentlich brauchen. Das Coole ist mit den Bit-Aufnahmen, also man hat hier noch eine Aufnahme für Bit-Sätze, da kann man dann auch noch einen Schraubendreher oder einen Schlitz reinmachen und hat dann einen kleinen Schraubendreher. Wie effektiv das Ganze ist, testen wir dann irgendwann mal so zwischendurch, weil das hat ja jetzt nichts mit Norwegen zu tun, ne? Weil in der Natur muss man jetzt irgendwie keine Schraube zu- oder aufdrehen, genau. Deswegen oder mit dem Hammer arbeiten. Ist auch viel zu übertrieben, also ich sag euch ehrlich, ein Messer, eine Axt und eine Säge, das reicht. Was wir noch kurz testen könnten, wäre mit einem kleinen Stück Holz die Axt. Komm, mach Emo. Gut, also der Astzweig ist auf jeden Fall schon mal Knockout. Bin mir gefetzt. Ne, es ist nur so für kleinere Sachen. Ja. Das kriegst du nicht. Gut. Viel zu klein, die Aufnahme. Ist das das, was Sie haben wollten? Ja. Habe ich schon nie gesehen, diese Sachen. Was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Wir haben jetzt das Ende des Videos erreicht. Genau, schreibt mal in die Kommentare, aus welchem Film der Insider kommt, falls ihr es wisst. Würde uns mal interessieren, genau. Ob ihr es erkannt habt. Als nächstes werden wir vielleicht einen kleinen Short drehen, eventuell auf YouTube und auf Instagram, bezüglich des Wasserfilters, weil da sind wir jetzt ja nicht drauf eingegangen. Genau, weil wir haben jetzt hier keinen Bach oder sowas in der Nähe, wo wir das machen könnten. Geplant ist, dass wir nicht nur den Wasserfilter testen und ausprobieren, wie es funktioniert, wie wir es machen, sondern wir haben schon vor, auch mal einen natürlichen Filter zu bauen und den auszuprobieren. Und danach, würde ich sagen, kommt noch ein Video hier auf YouTube zur Vorbereitung für Norwegen, wo wir dann die Kleider vorstellen, was wir final mitnehmen werden, weil es werden da ja, wie gesagt, -5 bis -10 Grad sein. Und da muss man dann dementsprechend ausgerüstet sein. Wasserdicht, robust und wärmespendend sollten die schon sein. Genau, also wärmeisolierend. Genau. Dann kommt noch ein Video dazu, wie wir noch ein Shelter bauen. Das machen wir dann auch auf YouTube dann wieder. Das wird dann wieder ein richtiges Video, kein Short oder ein Reel. Genau, dann würde ich sagen, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, könnt ihr die in die Kommentare schreiben, was wir noch ausprobieren können. Oder sollen. Worauf ihr Lust habt. Genau. Was ihr sinnvoll findet. Oder ein paar Tipps auch gerne geben. Wir nehmen natürlich alle Tipps natürlich an und versuchen es dann umzusetzen. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten, ich glaube, man kann auch disliken. Wollte man nur mal gesagt haben. Aber nur, wenn es wirklich schlecht ist. Ne? Also genau. Wir wollen ja hier ehrlichen und guten Content machen. Deswegen, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne supporten. Ansonsten hoffen wir, ihr habt Spaß mit dem Video oder mit unseren Videos. Und wir wollen ja auch ein bisschen unterhalten. Deswegen machen wir auch so diese ganzen Sketches und Szenen rein, weil es soll ja schon witzig sein. Ne? Man soll ja schon sich amüsieren und freuen, wenn man unsere Videos guckt. In diesem Sinne würde ich sagen, haut rein! Geil. Ja, Rambo hält das Messer nicht so. Wie hält er denn das? Der hält das normal. Der hält das ganz normal.